Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Raed Saleh, Sie wollten heute dem Deutschen Olympischen Sportbund ein breites und starkes Signal geben. Herr Graf, deshalb wollten Sie mit Teilen der Opposition eine Entschließung einbringen, die der Bewerbung Berlins für Olympische Spiele so richtig nochmal Schwung verleiht. Ich stelle fest, Ihr Antrag wird lediglich von der Koalition eingebracht. Und ich stelle fest, dass die Olympia-Begeisterung beim Fraktionsvorsitzenden der stärksten Regierungspartei und dem Kandidaten für das Amt des regierenden Bürgermeisters nicht so weit reicht, dass er diesen Text hier heute selbst verteidigt. Das könnte den DOSB interessieren. Herr Stöss hat sich beim DOSB ja schon unbeliebt gemacht. Möglicherweise registrieren ja DOSB und IOC, dass von den sozialdemokratischen Spitzen in Berlin so richtig nur Klaus Wowereit kämpft. Der hört aber bekanntlich fast zeitgleich mit der Entscheidung des DOSB auf. Und der Sportsenator macht derweil nach meiner Wahrnehmung das, was er am besten kann, nichts. Meine Damen und Herren, wir, die Oppositionsfraktionen, mussten vor der Sommerpause die Parlamentsbefassung erzwingen, um wenigstens von Klaus Wowereit zu erfahren, dass Olympia Berlin Milliarden kosten wird und er keine Reform des IOC zur Bedingung erheben würde. Es wäre Ihre Pflicht gewesen, das Parlament zu befassen, und zwar bevor Sie beim DOSB Ihren Hut in den Ring werfen. Und heute schieben Sie im Rahmen einer Aktuellen Stunde, die dem Titel nach einen anderen Schwerpunkt hat, Ihren Entschließungsantrag zu Olympia nach. Dann haben Sie jetzt wenigstens den Anstand und nehmen Sie die Frage ernst, wie man zu einer verbindlichen Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger zu Olympia kommen kann. Was dazu in Ihrem Entschließungsantrag drinsteht, ist ja wohl ein schlechter Scherz. Nach Tempelhof haben Sie den Berlinerinnen und Berlinern mehr Beteiligung und Mitbestimmung zu wichtigen Themen in der Stadt versprochen. Für Ihren Entschließungsantrag haben Sie den Floskelgenerator mit Phrasen aus dem großen Buch der guten Absichten gefüttert. Kein belastbarer Satz, wie Sie die Bürgerbeteiligung, eine verbindliche Befragung machen wollen. Aber das ist inzwischen auch notorisch. Bei allen wichtigen Fragen in der Stadt, Sie kündigen an, machen dann nichts oder sogar das Gegenteil, weil Sie vollständig blockiert sind. Die CDU hat früh gesagt, dass sie überhaupt kein Interesse an einer Verfassungsänderung hat. Blöd ist nur, dass der Chef des Landessportbundes schon zu Beginn der Debatte erklärt hat, Olympische Spiele brauchen eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner. Und blöd ist nur, dass auch alle Koalitionspolitiker ohne Kenntnis der Rechtslage das gleich nachgeplappert haben. Wir haben es Ihnen von Anfang an gesagt, wenn Sie in Berlin eine Olympiabewerbung abstimmen lassen wollen, müssen Sie die Verfassung ändern. Und jetzt sondieren Sie, Herr Saleh, wie es heißt, juristische Möglichkeiten für einen bisher in der Berliner Verfassung nicht vorgesehenen Volksentscheid von oben, also unterhalb der Verfassungsänderung. Also wegen Olympia die Verfassung austricksen, nicht mit uns. Ihr Vorschlag, eine gesetzlich unverbindliche Volksbefragung, ein Schriftler habe ich jetzt verstanden, durch Beschluss zu einer verbindlichen zu machen, ist kein Verfahren, das demokratischen Mindeststandards genügt. Und macht man es einmal auf diese Art, kann es schnell zur Gewohnheit werden, jenseits von Verfassung, Wahl- und Abstimmungsgesetz, sich Entscheidungen im Nachhinein und am Parlament vorbei durch geschickt gestellte Umfragen legitimieren zu lassen. Sie haben mir beim letzten Mal die Frage schon nicht beantworten können, wie so eine verbindlich-unverbindliche Abstimmung denn ablaufen soll. Selbst so simple Dinge wie die Einrichtung von Wahllokalen oder der Versand von Abstimmungsbenachrichtigungen folgen Regeln. Aber auch andere Dinge, wie welche Informationen und Stellungnahmen werden zum Beispiel an die Bürgerinnen und Bürger verschickt. Wenn Sie eine seriöse Abstimmung zur Olympia wollen, dann wäre der korrekte Verfahrensweg erstens einen Vorschlag zur Verfassungsänderung vorlegen und per Volksentscheid abstimmen lassen. Zweitens ein Volksentscheid auf dieser Grundlage zu Olympia durchführen. Das bedeutet, es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit hier im Hause und es bräuchte danach noch zwei Volksentscheide. Das sind die demokratischen Spielregeln, meine Damen und Herren. Und hören Sie endlich auf, sich darum rumzudrücken.
Meine Damen und Herren, ich sage es immer wieder und ich werde auch nicht müde, es zu sagen. Ich bin sportbegeistert, ich treibe selbst Sport. Ich sehe mir gerne Leistungssport an. Ich feiere übrigens auch gerne Feste, auch internationale, und finde die olympische Idee gar nicht so übel. Ich habe ein Problem mit der olympischen Praxis. Aber ich höre ja auch in der Selbstkritik sozusagen der Olympia-Befürworter, dass es da auch die eine oder andere Kritik gibt. Eine Olympia-Bewerbung unter den gegebenen Bedingungen halte ich aber für falsch. Sie reden über sehr viele schöne Absichten und verharmlosen oder verschweigen die Risiken. Sie schätzen und verschleiern gegen jede Erfahrung die realen Kosten von Olympischen Spielen für das Gemeinwesen nach unten. Es gibt hierzu wissenschaftliche Studien, die Sie nicht bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen. Sie behaupten positive wirtschaftliche, stadtentwicklungspolitische und sportpolitische Effekte, wenn man den Schleier der Propaganda lüftet und die offiziellen Auswertungen des IOC einer Überprüfung unterzieht, zeigt sich in der Regel das Gegenteil. Sie fahren die Stadt mit Blick auf die Altschulden auf Verschleiß und wollen allein 1 Milliarde Euro für temporäre Anlagen ausgeben. Ich sage es nochmal, wir haben leider nur begrenzte Investitionsmittel. Bevor nicht die dringendsten Investitionen in die soziale und bauliche Infrastruktur, also in das, was die Menschen in dieser Stadt dringend brauchen, abgesichert, geplant und durchgesetzt sind, sind Haushaltsrisiken durch Olympia in vielfacher Milliardenhöhe nicht zu verantworten. Sie schreiben in Ihrer Entschließung, eine Verschuldung des Landes Berlin durch eine Olympia-Bewerbung darf es nicht geben. Nach Lage der Dinge ist das entweder blauäugig, gelogen oder Sie haben schon neue massive Sparvorschläge für die öffentliche Daseinsvorsorge. Wenn Sie die Praxis der Host-City-Contracts durch das IOC akzeptieren, und an der rüttelt auch die Reformagenda von Herrn Bach nicht, akzeptieren Sie letztendlich die Übernahme aller Risiken und Mehrkosten durch Berlin. Dieser Senat kriegt die einfachen Pflichtaufgaben nicht auf die Reihe und flüchtet in Visionen. Die Koalition hat heute eine Entschließung eingebracht, in der steht keine harte Konditionierung drin. Viele soll's, kaum ein Muss. Wir haben aufgeschrieben, welche Voraussetzungen Senat und IOC mindestens erfüllen müssen, um überhaupt über eine Bewerbung nachzudenken. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt, deshalb ist diese Olympia-Bewerbung auch falsch. Meine Damen und Herren, der Senat hat für seine Olympia-Bewerbung den Titel gewählt, die ganze Welt in unserer Stadt. Ja, Berlin ist die multikulturelle Metropole in Deutschland. Und dass Berlin international als weltoffene und tolerante Stadt gilt, ist schön, aber ganz sicher kein Verdienst der CDU. Und Hand aufs Herz, Klaus Wowereit, klingt das als Werbeslogan für eine Olympia-Bewerbung nicht ein bisschen zynisch, wenn der gleiche Senat, der die Jugend der Welt in die Stadt rufen möchte, nicht imstande ist, für die Menschen, die aus den Krisengebieten der Welt hierher geflüchtet sind, anständige Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Und da rede ich jetzt noch gar nicht davon, dass der Sportsenator seinen größten sportlichen Ehrgeiz darin zu entwickeln scheint, die Übereinkunft der Flüchtlinge vom O-Platz mit dem Senat zu sabotieren, die Leute aus der Stadt zu kriegen. Solange Sie Flüchtlinge in Berlin so behandeln, werben Sie nicht mit dem Begriff der Weltoffenheit. Meine Damen und Herren, wir sind nicht bereit, nur für eine Olympia-Bewerbung die Verfassung zu ändern. Wir sind aber bereit, Ihr allgemeines Bekenntnis zu mehr Demokratie aufzunehmen und über eine Reform der Volksgesetzgebung zu verhandeln. In diesem Zusammenhang lässt sich auch Ihr Problem mit einer verbindlichen Volksabstimmung zu Ihrer Olympia-Bewerbung lösen, und zwar seriös. Klaus Lederer hat vergangene Woche einen Vorschlag unterbreitet. Unter anderem geht es dabei um die Einführung eines fakultativen Volksreferendums und eines Parlamentsreferendums als Ausnahme. Ich habe Ihnen dazu geschrieben, Herr Saleh, Herr Graf, Frau Popp, Frau Kappeck, Herr Delius, Herr Spieß. Denn sollte die Zeit nicht reichen für zwei Volksentscheide, einmal über die Verfassungsänderung und dann auf der Basis der geänderten Fassung über Olympia, ließe sich das auch ausnahmsweise an einem Tag lösen. Aber eben nach den Regeln des Abstimmungsgesetzes mit richtigen Wahllokalen und der Aufsicht der Landeswahlleiterin. Das ist ja wohl eine Mindestbedingung für eine seriöse Abstimmung. Und auch Grüne und Piraten haben zum Thema, Frau Kappeck hat es angesprochen, ich gehe davon aus, dass die Piraten auch noch mal was sagen werden, sie haben Vorschläge zum Thema Volksgesetzgebung und direkte Demokratie im Geschäftsgang. Reden Sie mit uns, wir helfen gerne.
dann hätte die Olympiadebatte für Berlin vielleicht noch ein Gutes. Es gäbe ein Mehr an direkter Demokratie in der Stadt und die Berlinerinnen und Berliner hätten eine ernste Chance, diese falsche Olympiabewerbung abzulehnen. Vielen Dank.